Hallo, mein Name ist Aquario und willkommen zu diesem Video. So, heutiges Thema ist die Gestaltung oder Einrichtung eines Aquariums. Ihr habt ja schon im letzten Video gesehen, was ich alles verwende jetzt und was ihr zur Anschaffung eines Aquariums braucht, beziehungsweise was alles sehr nützlich wäre, was man alles zur Gestaltung verwenden sollte. Und ja, wir fangen jetzt einfach direkt mal an. Was ich halt heute verwende, dazu muss ich ja eher weniger was sagen. Ich erkläre nur so ein bisschen, wie man das Aquarium am besten gestaltet. Und ja, da kommen wir auch als allererstes halt natürlich zum Kies. Den solltet ihr, je nachdem wie es beschrieben ist, entweder waschen oder nicht waschen. Ich finde sogar gewaschenen Kies jetzt, ich habe halt schon mal mit ungewaschenen Kies gearbeitet, da muss ich sagen, der ist beim Gestalten dann immer wieder nachgerutscht, also weil ich will jetzt halt nach hinten so einen Anstieg haben und mit ungewaschenen Kies ist es wirklich ein bisschen, ja, der rutscht dann halt immer nach, wie gesagt, und dieser gewaschene ist halt wie beim Sandbogenbauen, der ist halt viel fester und rutscht nicht, ja, ist ja auch klar. Und von daher lässt sich das gerade ein bisschen besser machen. Und ihr schüttet jetzt den Kies einfach immer hinten gehäuft aufeinander. Und dann könnt ihr den nach vorne verteilen. Die Clips sind übrigens wieder ein bisschen schneller abgespielt, damit das Ganze nicht zu lange dauert. Insgesamt habe ich für die Einrichtung, glaube ich, 3 Stunden gebraucht. Gehört halt auch viel Perfektionalität dazu, ne? Also ihr müsst da wirklich, ich will jetzt damit nicht sagen, dass mein Aquarium oder so perfekt ist, aber ihr müsst halt so diese Perfektion anstreben, wisst ihr? Also nicht direkt sagen, jo, das passt, sondern einfach nochmal probieren. Vielleicht wird's besser. Und es wird meistens auf jeden Fall besser eigentlich, weil hier werdet ihr auch gleich sehen, ich wollte es erst nach hinten ansteigen lassen, dann habe ich mir aber doch was anderes noch einfallen lassen. Ja, wie ihr den Kies verteilt, da gibt es mehrere Varianten, ich nehme jetzt hier einfach meine Hand. Man könnte auch eigentlich Pinsel verwenden oder halt ja Aquascaping-Werkzeuge. Und ich mache es jetzt einfach mit der Hand, weil habe ich irgendwie viel mehr Gefühl als wie mit solchen Hilfsmitteln. Und ja, bei nassen Kies lässt sich das mit Pinsel auch nicht so geil machen. Und so oft komme ich jetzt auch nicht zum Aquascapen, deswegen habe ich auch keine Werkzeuge dafür. Ja, und auf jeden Fall, so in etwa sollte das oder könnte das aussehen. Das wäre eine Variante. Aber ob es so bleiben wird, bin ich mir noch nicht sicher. Wie gesagt, Perfektionalität, das wird gesucht. Letzten Endes habe ich mich jetzt doch umentschieden in eine, ja, Tal- oder U-Form, weil das passt einfach viel besser zu den Gestaltungselementen, die mir zur Verfügung stehen. Und ich meine, ich habe verdammt viele Hintergrundpflanzen und eigentlich nur Buntpflanzen, Vordergrundpflanzen kaum, und bei diesem Anstieg nach hinten, da kann man eigentlich nur so kleinere Pflanzen verwenden, weil wo willst du da die Hintergrundpflanzen hinpacken, ne, wenn hinten schon so wenig Platz ist. Von daher passt die Talform viel besser ins Konzept bei mir, und darauf solltet ihr halt auch achten, was steht mir alles noch zur Verfügung, wie harmoniert das Ganze miteinander. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den ich vorher auch immer nie beachtet habe und doch schon viel dazu beiträgt. Also probiert euch da aus. Ich hatte auch vorhin noch eigentlich die Variante, dass in der Mitte der Berg ist, also rundherum alles flach, in der Mitte ein Berg aus Kies und ja, dass man rundherum dann anpflanzt und Steine und Wurzeln, aber hätte auch nicht gepasst. Also das ist so die beste Variante eigentlich, und es gibt natürlich noch viele weitere. Aber ich kenne so die drei und wollte die euch mal erzählen. Von daher holen wir jetzt auf jeden Fall die Steine ran. Und hierbei gebe ich euch den Tipp. Ordnet erstmal so ein bisschen nach Größe.
Und damit diese Vertiefung verdeutlicht wird, tut ihr die größten Steine nach vorne und die kleinen Steine nach hinten. Vor allem in dieser Talform, da will ich ja so ein bisschen diese Tiefenwirkung nach hinten erzeugen. Und deswegen kommen vorne die großen Steine, hinten die kleinen. Und mal gucken, wie das nachher aussehen wird. Aus der Perspektive, aus der schrägen Perspektive von oben, sieht das gerade ein bisschen komisch aus. Und die Steine sind übrigens Pagodensteine. Ja, es sieht halt gerade so aus, als ob dieser linke Stein da liegt, aber eigentlich ist der wie eine Schutzwand so aufgebaut. Naja, ist aus der Perspektive gerade ein bisschen komisch. So, hier habe ich jetzt auf jeden Fall das Ganze verändert. Mangrovenholz auch noch mit eingebracht. Und hier sieht man jetzt vielleicht ein bisschen besser diese Tiefenwirkung durch die Größenordnung der Steine. Und das Mangrovenholz wird natürlich auch so zu den Hügeln mit eingefügt, wo dann nachher so ein bisschen noch dieses Holz-Pflanzen-Spiel kommt und dann noch diese Steine mitwirken. Das wird vielleicht richtig geil aussehen. Also immer ein bisschen kombinieren und dann wird das. Jetzt kommen auch langsam die Pflanzen an der Reihe. Dazu braucht ihr ein Schälchen und die Pflanzen, mehr nicht. Das Schälchen sollte mit Wasser gefüllt sein, um die Steinwolle zu entfernen. Und was ich vergessen hatte zu sagen, bei den Steinen solltet ihr auf jeden Fall auch drauf achten. Wie gesagt, ich habe Pagodensteine, die härten eigentlich nicht das Wasser auf. Es kann sein, dass sie zum Beispiel euer pH-Wert ein bisschen verändern und in einem Garnelen-Aquarium nicht wirklich empfehlenswert. Von daher immer nachfragen oder drauf achten und, ja, keine Ahnung, im Internet nachlesen. So, bei den Buntpflanzen, ich habe jetzt hier eine etwas große Nadelsimse. da könnt ihr jetzt hier die auseinandernehmen in ein paar Streifen, wie so ein Cheese-Strings, ne? Kennt ihr ja bestimmt. Und dann tut ihr das einfach so anordnen, wie ihr das wollt. Ich entscheide mich dafür jetzt, das so ein bisschen hinter den dicken Mangrovenholz zu machen. Dass es von da so ein bisschen hochragt, wie so ein paar Ranken. Und ich denke mal, das wird dann noch relativ geilo aussehen. So, ich muss mal kurz hier rum. Und ja, das lässt sich halt alles gerade auch ein bisschen schlecht machen. Am besten wäre es, wenn ihr wirklich bei eurem Aquarium ringsherum Platz habt oder von drei Seiten Platz habt, weil sonst lässt sich das echt manchmal ein bisschen schwierig machen. Wenn ihr wirklich nur von vorne Platz habt, alter Finne. Junge, da hätte ich keinen Bock. Also von Seiten müsste man auf jeden Fall immer drankommen, damit ihr halt auch wirklich diesen Überblick habt. Und ja, nach der Nadelsimse nehmen wir uns jetzt mal hier die Kirschblättrige und dann würde ich sagen, die tun wir genau entgegengesetzt auf den anderen Berg. Bei Pflanzen, ja, keine Ahnung, nicht mal Pflanzenart, im Prinzip so nach Farbe und ja, Blattform würde ich sagen, solltet ihr halt auch so ein bisschen vielleicht ordnen, wie ihr die so zusammen mischen wollt. Also Mischkulturen empfehle ich euch sowieso. So eine Mono, das, naja, wenn man so ein Iwagurami oder wie das heißt, keine Ahnung, kenne mich jetzt da auch nicht so krass aus, machen sollte, das ist dann halt im Prinzip, wenn du einfach nur geraden Kies hast, halt solche, auch zum Beispiel Pagoden oder Drachensteine, und die halt einfach nur so aufrecht hinstellst in diesen Kies und dann um diesen ganzen Kies, das ist halt das Krasse, mit Zwergnadelsimse oder Zwergperlkraut voll wachsen lässt. Also das sind da wie eine Wiese und ein paar Steine halt so sind. Also es sieht aber wirklich mega geil aus. Könnt ihr auch mal irgendwie bei YouTube suchen oder so. Und ja, aber naja, das mit den Wiesen, das ist halt so schwer wachsen zu lassen, ne? Und ich finde solche Mischkulturen echt besser. So, pflanzen wir jetzt mal hier in den Berg oder an dem Anstieg die Pflanze ein, so ein bisschen auch dicht beieinander und dann war es das auch schon. Und hier nehmen wir jetzt mal eine etwas andersfarbige und die ist auch sehr, sehr, die verläuft sehr breit im Wasser. Von daher könnte das auch so ein bisschen eine Ersatzpflanze für Moos sein. Und hier habe ich nur gerade nicht drauf geachtet, das habe ich dann später noch korrigiert. Ihr solltet auf jeden Fall die Pflanzen auch, jetzt wenn es die gleiche ist,
also die an einen Fleck so auseinander nehmt und einpflanzt, dann solltet ihr von hinten natürlich auch wieder diese Größenordnung haben. Hinten ganz groß und nach vorne viel, viel kleiner werden lassen. Also hier habe ich einfach nur aufs drauf los eingepflanzt, aber ja, nicht so empfehlenswert. Und es kann natürlich auch mal passieren, dass euch eine Pflanze dabei mal wieder raus oder entwischt und die dann einfach wieder einpflanzen. Wenn ihr das Aquarium befüllt mit Wasser, dann ist dies natürlich wirklich scheiße und man ist dann kurz vorm Verzweifeln so ein bisschen vielleicht. Kenne ich alles schon und ja, einfach nur Ruhe bewahren und so lange weitermachen, bis man zufrieden ist. Es braucht natürlich auch alles seine Zeit, aber das wird schon, das wird schon. Ja, so sieht das jetzt erstmal aus. Die restlichen Pflanzen werde ich jetzt gleich machen und mal gucken, wie ich das so ein bisschen noch anordnen werde. Alle Pflanzen sind jetzt eingepflanzt, so sieht das Ganze jetzt aus. Also links vorne habe ich hier die kleinen kirschblättrigen Pflanzen. Sehen so ähnlich halt aus wie diese. Die habt ihr ja schon gesehen bei meinen Pflanzen gerade. Und hier habe ich noch solche rotblättrigen so ein bisschen. Also sind halt wirklich alles so extrem blättrige. Hier habe ich jetzt halt entgegengesetzt so ein bisschen die Nadelsimse. So diese Buschpflanze. Ich beschreibe das jetzt einfach mal so, wie es aussehen würde. Vorne halt auch das Perlkraut. Und rechts noch so ein bisschen Bambuspflanzen. Also ich beschreibe wirklich immer nur das Aussehen. Wichtig wäre auf jeden Fall auch, dass ihr regelmäßig eure Pflanzen besprüht. Mit Wasser auf jeden Fall. Und vor allem, wenn ihr solche großblättrigen habt. Weil wenn euch die Pflanzen vertrocknen, glaubt mir, das ist nicht so wirklich geilo. Und das geht sehr, sehr schnell. Also wenn ihr die 20 Minuten stehen lasst, sofort vertrocknet. Und wenn das passieren sollte, dann habt ihr es im Aquarium beim Wasser befüllen so, dass euch die ganzen Blätter der Pflanzen abfallen und euch im Aquarium rumschwimmen und ihr nur noch kahle Pflanzen habt. Also wirklich sehr, sehr darauf achten. Jetzt nehmen wir hier die Lampe mal ab und tauschen die aus. Ich habe die ja nur dran gehabt, um nicht mit diesem Deckel rumhantieren zu müssen, denn da war ja nur die LED-Lampe angebracht. Und die können wir jetzt aber allerdings wieder einsetzen, denn wir sind ja so gut eigentlich wie kurz vorm Schluss. Fehlt dann ja nur noch das Wasser und ja, mal gucken. Also hier haben wir jetzt schon mal den Rahmen mit LED-Lampe und das bringen wir jetzt langsam an. Es ist halt wirklich auch empfehlenswert, dass ihr das auch so ähnlich macht. Also ich hatte jetzt zum Glück noch diese zweite Aquarienbeleuchtung, die ich so am Rand anbringen konnte. Wenn nicht, müsstet ihr halt irgendwie gucken, dass ihr euch, keine Ahnung, irgendwelche Lampen hinstellt, so ein Scheinwerfer oder irgendwas, keine Ahnung, wenn ihr sowas besitzt. Also guckt dann nach Alternativen, wenn euch da so ein bisschen was fehlt. Aber ich denke, das kriegt ihr schon hin. Und ja, jetzt können wir hier die LED-Lampe auch direkt einschalten, wenn sie mal richtig positioniert wäre. Und mit LED finde ich Aquariumbeleuchtung sogar eigentlich richtig geil, muss ich sagen. Und jo, nicht schlecht. Das Einzige ist halt nur, dass man, dass die halt so gezielt wirklich nach unten beleuchtet. Aber eigentlich schon in jede Ecke des Aquariums Licht einbringt. An der Stelle bringe ich dann meistens die Technik noch ins Aquarium. Und ich hatte ziemlich Glück gehabt, dass der Filter noch irgendwo hingepasst hat. Er ist jetzt halt in der Mitte, wie ihr sehen könnt. Und ja, eigentlich ganz geil. Der bringt jetzt gleichmäßige Strömung rein. Rechts ist der Heizer und links oben der Thermometer. Hat also alles noch gut geklappt. Zu guter Letzt sind wir jetzt auch schon bei der Einlassung des Wassers. Wie schnell das auch schon wieder vorbei ist. Aber uns bleibt ja der Anblick an, dieses schöne Aquarium. Und ja, auf jeden Fall, ich werde mich noch entscheiden müssen zwischen Gesellschaftsaquarium oder ob ich nur Zwerggarnelen drin halte oder ob ich nur eine spezielle Fischart drin halte. Bei einer speziellen Fischart wäre es beispielsweise Zwergfadenfisch oder Kampffisch oder Süßwassernadeln wären auch mega geil. Also Süßwassernadeln sind schon echt Premium und ja, mal gucken, also ich werde mich da halt echt noch entscheiden müssen und die
Garnelen, die ich reinbringen würde, das wären Blue Velvet. Und ja, passen eigentlich so recht gut ins Aquarium, muss man schon sagen. Hier seht ihr jetzt mal den Wasseranstieg ein bisschen verschnellert. Auch wenn der gerade mega langsam geht, trotzdem noch. Das ist einfach das Vierfache, ne? Okay, jetzt ging es gerade ein bisschen schneller. Jetzt bringen wir noch einen zweiten Schlauch dazu. Da wird das Ganze noch mal ein bisschen verdoppelt. Die Geschwindigkeit Verdopplung ist erzielt. Ja, und by the way, unser Gewinnspiel ist ja auch nicht mehr so weit. Also, wir haben schon über die Hälfte erreicht. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall. Und ja, es wird auf jeden Fall sowas geben wie ersten, zweiten, dritten Platz. Aber ich will nicht zu viel erzählen davon. Da kommt noch ein extra Video, wie schon mal gesagt. Und jo, das wird dann eigentlich richtig geil. Hier zeige ich euch jetzt nochmal kurz, wie ich die Wasserzufuhr jetzt hier überhaupt mache. Und zwar, hier seht ihr jetzt nochmal den Anstieg. Das geht jetzt viel, viel schneller. Achtet mal auf das Wasser. Das ist aber, wie gesagt, vierfache Geschwindigkeit. Hier, und hier seht ihr jetzt die Wasserzufuhr von dem Silikonschlauch aus. Und ich habe halt hier oben auf dem Schrank, das sieht man jetzt zwar mega schlecht, ist der Eimer. Da führen halt zwei Silikonschläuche runter. Und die habe ich einfach nur halt im Prinzip angesaugt. Und dann verläuft ja die Wasserzufuhr eigentlich wie von selbst. Und jo, dann wird das hier eigentlich schon. Mit der Sprühflasche mache ich noch den angehobenen Kies, wie ihr vielleicht an manchen Stellen sehen könnt. Sprühe ich den runter. Und ja, die Wasserbefüllung, es ging schon relativ in Ordnung eigentlich. Mir ist es halt wichtig, dass nichts auseinandergerubbt wird, deswegen mache ich das so mit den Silikonschläuchen. Schön vorsichtig und auch wenn es langsam ist. Ja, was gibt's jetzt schon noch großartig zu sagen? Also, ich finde eigentlich, die Einrichtung ist schon relativ geil geworden. Die Entscheidung, wie gesagt, was hier in das Aquarium reinkommen soll, ob Gesellschaftsaquarium, Zwerggarnelen oder eine bestimmte Fischart, da könnt ihr gerne mal was in die Kommentare schreiben, denn diese Entscheidung fällt mir persönlich etwas schwer. Und ja, dann könntet ihr auch gerne wieder mal einen Videovorschlag da lassen, denn das würde mich auch wirklich sehr freuen, weil ich manchmal so ein bisschen in der Klemme stecke, sag ich mal, und halt einfach nicht gerade weiß, was ich machen soll. Und hier wird vielleicht auf jeden Fall nochmal was kommen in 2-3 Wochen, wie das hier mit dem Aquarium weitergeht. Und jo, mal schauen auf jeden Fall. Ich finde es relativ geil geworden. Hier auch mal jetzt von der Seite einen kleinen Blick riskieren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das schon was Geiles hier. Jo, und wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein Abo da lassen. Wir sind ja auch schon kurz davor, unser Gewinnspiel anzufangen, aber dazu Infos in dem Gewinnspiel-Video, Info-Video. Und dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bewertet das Aquarium ganz gerne, wenn ihr wollt. Und den mit einem Daumen, keine Ahnung, oder halt eben nicht. Und hier jetzt auch nochmal die kleine Körnung des Kieses, holy shit. Da wird ein Problem sein beim Saubermachen, ey, da saugt man den ganzen Kies ja mit ab, ey. Aber allen in einem, echt geil, echt geil. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.